Are they here? Did they make it? Hey, hey, talk to me. Say something. Oh God. Oh God. Hey, hey, what are they doing? What's going on there? Hey, where are you taking me? No. Hey! No. Where am I? Hey, what is this place? Hey, where are you taking me? No! Where am I, man? Hey, wait. Where are you going? Don't leave me here! Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Oh Gott, was ist dort los? Ich drücke B! Ich drücke A! Okay, 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 wir sind frei. Ja! Schalte in dunklen Bereiche deine Taschenlampe ein. Jetzt muss ich gucken, nee, falsche Taste. Ach so, okay. Wir haben's. Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute wieder zu einem Horror-Let's Play. Untersuchen? Eine Notiz eines Arztes. Weiter. Der Patient in Zimmer 206 ist morgen für eine transorbitale Lobotomie vorgesehen. Das sind hier heute Wörter. Ich habe vorgeschrieben, dass die folgenden Medikamente am Tag des Eingreifens verdoppelt werden. Ich dachte, Lobotomien seien veraltet. Wer hat diesen Eingriff bestimmt? Weiter. Ja, jetzt nach Five Nights at Freddy ist die auf. Die ist zu. Die Tür ist anscheinend defekt. Oh, und wir können hier so ein bisschen. Ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Die ist ein bisschen merkwürdig. Ja, und ich sag's noch einmal. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und wir spielen heute Silent Hill Homecoming. Tür öffnen. Öffnest du die auch? Du sollst die öffnen. Danke. Okay. Jetzt frage ich mich, was hier los war. Liegt hier irgendwo die Leiche? Hier wurde er erstochen. Hier sieht man's. Und da wurde er dann lang geschliffen. Oh Mann, ich ahne nichts Gutes. Wir gucken mal hier so ein bisschen. Was haben wir hier? Wir haben hier nichts außer eine alte Matratze. Ist wirklich merkwürdig, die Steuerung. Ist ein bisschen blöd. Muss ich sagen. Dann gehen wir mal ins nächste Unheil. Was haben wir da? Bericht über fehlende Patienten. Zimmer 205, Patient fehlt. Zuletzt gesehen im Tagesraum einen Tag nach einer Auseinandersetzung mit einem anderen. Der Rest der Nachricht ist verschwommen und unlesbar. Okay. Die Geräusche hier klingen nicht wirklich angenehm. Okay. Oh, guck eine an. Was haben wir denn da? Surgery, Prep Room, Nurse Station. Okay. Okay. Kommen wir hier rein? Nein, die Tür ist defekt. Und guck mal, dort sitzt jemand. Josh, is that you? I don't know. Bitte. Nicht. Okay, untersuchen.
Okay, hier scheint man noch irgendwas zu brauchen. Code oder so. Die Tür war defekt. Den Zettel haben wir uns angeguckt. Okay, was haben wir hier? Dort steht eine Zahl drauf. Etwas wurde in die Oberfläche des Röntgenbildes gekratzt. 624. Fällt mir gleich Stift runter. Ich notiere mir sowas immer, weil ich bin immer so vergesslich. Weiter. So. Haben wir in den Schränken etwas? Okay, die Aktenschränke sind alle leer. Jawohl, hier ist was. An das Personal. Unsere Sicherheit wird bedroht. Ein Patient hat auf einem Röntgenfilm den Zugangscode zum Sicherheitstor eingeritzt. Aha, da wissen wir Bescheid. Wir konnten bislang die erste Hälfte bergen. Der zweite Teil wird jedoch noch vermisst. Sofern Sie den zweiten Teil des Röntgenfilms finden, sollten Sie auf der Stelle den Sicherheitsleiter Meldung machen. Machen wir. Ich schätze aber nicht, dass hier Ong noch ein Wachmann ist. Was haben wir hier? Wir haben hier eine Karte. Oh. Ziele? Unser Ziel ist es zurzeit, entkommen Sie aus dem Krankenhaus. Ja, du. Wie kommt man zurück zum... Ah ja. Ah, praktisch, praktisch. Was haben wir hier? Alter. Es ist ein Kontrollkasten für die Lautsprecheranlage. Er scheint nicht zu funktionieren. Ja, ansonsten ist hier nichts. Ich öffne die Tür. Und finde hier tote Leichen vor. Hallo? Okay. Scheint auch defekt zu sein. Okay. Solange sonst nichts ist. Dieser Kerl wird nie nach Hause kommen. Ja, ich glaube, wir werden ebenfalls nicht nach Hause kommen. So, bitte. Oh nein, keine Babys. Doch bitte. Oh nein, ich hasse Kinder. Oh. Oh. Bitte, lass den Scheiß. Was haben wir da? 2A. Wir müssen scheinbar hier rein. Wunderbar. Oh, guck mal einer an. Also Gesundheitstrink. Da ist ein Baby drin, oder? Eine Kinderpuppe. Sie scheint verbrannt zu sein. Wie sie nur hier hingekommen ist. Ich frage mich, kann ich die anderen auch durchsuchen? Nein. Ansonsten ist hier ja nichts. Oh! Eine Seite eines Vorfallberichts. Der Patient sprang durch das Fenster und verwüstete das Zimmer nebenan. Der Patient antwortete nicht auf Befehle. Letztendlich konnten drei Mitarbeiter den Patienten bezwingen. Der Patient fiel in einen katatonischen Zustand und reagierte nicht mehr auf Stimuli. Also, was ist denn das? Von außen. Während der Elektroschocktherapie in der darauffolgenden Woche musste der Patient nicht mehr gefesselt werden. Aha. Wieso war er tot? Ich komme hier nicht durch. Ich... Scheißstuhl. So. Rüberspringen. So, was haben wir hier? Basic Weapon Kampf. Aha, der Soldat von heute muss auf ein hartes Training und mehr vorbereitet sein. Mit einem Technik werden... Ausrüstung einer Waffe. Öffne das Waffenmenü und wähle eine Waffe aus, um sie auszudrücken. Auszuwählen. Kampfhaltung und Zielen. Halte bei angelegter Nahwaffe die Zieltaste gedrückt und drücke sie, um den Kampfhaltung einzunehmen. Wenn du die Kampfhaltung einnimmst und Feinde in der Nähe sind, zielst du automatisch auf den Feind, der in dein Gesicht fällt. Tatsächlich. Am nächsten ist. Sie sind von mehreren Feinden umgeben, wird das Ziel der Nähe ihnen nächste sein. Der ihnen nächste ist. Okay.
Aha. Angriffe, ja, ja, ja. Okay. Sehr informativ. Und guck einer an. Wir haben das zweite Röntgenbildfilm gefunden. Wunderbar. So. Können wir hier einen Schluck trinken? Dieser Wassenkühler ist okay. Die Tür ist defekt. Sag doch einfach, sie ist verschlossen. Ich meine... Nee, andere Seite. Ich komme damit immer noch nicht ganz klar. Bleib cool. Die Tür ist verschlossen. Ah, gut. So, jetzt muss ich gucken, wie legen wir die... Haben wir die... Ja, dort. Oh, 872. 872. Der Code ist das. Können wir jetzt öffnen? Ja. Im Übrigen. Okay. 6, 2. Wo sind die 2? Hier unten. 4. Ist immer noch merkwürdig, die Steuerung. Ich habe so ein Spiel noch nie gespielt. Und die 2. It works. Alter, wenn Kinder so lachen, das ist ein Kraus. Ja, hau doch ab. Okay. Die Tür ist verschlossen. Okay. Wir könnten aber noch was mitnehmen, ne? Genau. Kinderzeichnung erhalten. Okay. Hier war das. Josh, stop! Dieses furchtbare Kind. Ich hasse es, wenn Kinder nicht auf ihre Eltern oder auf Erwachsene hören. Und was ist das für ein Geräusch? Sei vorsichtig. Oh, die Kakerlaken. Oh, und hier liegt so ein... Keine Ahnung. Er ist tot. Schwer zu sagen, was passierte. Aber ich will hier nicht länger warten. Ich schätze mal, seine untere Hälfte fehlt. Gab's, Chili oder sowas. Am Vorabend. Okay. Hier ist nichts zu finden, außer eine dreckige Toilette. Alright. Here we go. Ah ja, und hier können wir speichern, Leute. Und ja, ich habe mal kurz gespielt gehabt, um mal zu testen. Ja. Ob das Ganze auch funktioniert. Wie komme ich jetzt wieder... Nein. Na okay, wir speichern zweimal. Zwei Plätze, ist okay. Ist okay. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ah. Verstehe, ich verstehe. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Nein. Was stand da? Vorratskisten nicht von Nutzen hier. Okay, okay. Freuen wir den Jungen. Die ist verschlossen. Warum ist hier abgeschlossen? Ist da jemand drin? Na, ich will mal hoffen, nicht. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Na, super. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Oh, was haben wir denn da? Oh, ein Kampfmesser. Oh nein. Das war so klar.
Oh, fuck you. Aber sieht nicht schlecht aus für so eine tote Olle. Die Brüste stehen straff. Ah, es geht. Das letzte Mal bin ich hier gestorben, jämmerlich. Ah. Sie ist tot. Da juckt mir gleich mal die Nase. Also das letzte Mal bin ich hier wirklich gestorben, weil ich nicht wusste, wie ich mich verteidigen soll. Können wir ihr unterm Rock? Ich weiß ja nicht. Also, bitte. Ach, guck einer an. Hindurch, zwängen. Ih, was sind denn das für Ranken? Am Pissoir, natürlich. Natürlich, natürlich ist die Tür verschlossen. Hier haben wir wieder so einen Spiegel. Oh, wieder ein Erste-Hilfe-Set. Geht die Tür wenigstens auf? Bitte. Danke. Lass mich raten, die ist verschlossen. Nein, sie ist offen. Was ist mit der hier? Sie ist zu. Okay. Ich habe das Gefühl, wir sind hier in so ein Gefängnis. Okay. Was war das? Was zum Geier? Oh, die Ärzte sagen, dass ich fantasiere. Was, dass ich Fantasie und Wirklichkeit nicht auseinanderhalten kann. Aber ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ich habe gesehen, wie diese Dämonen die anderen Patienten ermordet haben. Ich will von diesem verfluchten Ort flüchten, aber ich wage es nicht, ins Licht zu gehen. Es scheint, als ziehe das Licht sie an. Darum sind die Leute ihre Beute, die Licht brauchen, um zu sehen. Da weißt du Bescheid. Das heißt, aus mit der Taschenlampe. Die Kamera. Ein bisschen umstellen. Ist noch ein bisschen. Die Steuerung ist immer noch komisch. Ich werde mich daran wohl nie dran gewöhnen. Zerbrechen bitte. Im Übrigen ist dort so eine alte. Aber die kommt nicht näher, ne? Ich geh mal rüber. Ach, na super. Noch jemand? Ah ja, ah ja. Der Fernseher ist noch nicht angeschlossen. Wie ist das nur möglich? Ja, eben, wie geht denn das? Läuft er auf Batterien?